Ich bin Matthias Hornung und mache Holzschnitte in Holzreliefs. Ein Holzrelief ist eigentlich eine Arbeit, die man letztendlich an die Wand hängt, die keine Skulptur ist, aber natürlich ins Skulpturale geht und wahrscheinlich in einem ganz kurzen, tiefen Bereich arbeitet. Ich mache die Reliefarbeiten, weil ich so ein Hin- und Her-Wanker bin zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. Ich glaube, das ist das, was mich immer wieder interessiert. Und auch die Phänomene, die ich da erzeugen kann. Ich sage, es kippt was in den Raum, es kippt oder fächert irgendwie aber auch oder geht, klappt zurück in die Zweidimensionalität. Also in meiner momentanen Arbeit beschäftige ich mich mit Codes und es geht dabei jetzt stark um die Lesbarkeit und Unlesbarkeit, also das Auflösen von Codes. Und in der Arbeit wird es eine Mittellinie geben und nach unten und oben hin zu den Rändern wird diese ganze Code-Struktur aufgelöst zu einem reinen, fast schon so ein bisschen monotonen Rastermuster. Ich frage die Leute immer, ob ich mit Vorrichtungen arbeite. Ich verneine und sage, ich arbeite mit einem sehr einfachen Flex. Das ist mein Handwerkszeug und somit werden die meisten Reliefs hergestellt. Und Holz ist mein Material. Vielleicht auch, weil es leicht, schnell zu bearbeiten ist, nicht ganz so schwer. Man doch relativ flexibel damit arbeiten kann, aufkleben kann, wegnehmen kann, absägen kann. Ist auch von ungeduldigen Künstlern ein dienliches Material.